Herzlich willkommen und Gottes Segen zu dieser Folge von Max 15. Maximal 15 Minuten mit Gott. Heute geht es um einen Scripture Song. Die Musik ist teilweise von Robin Mark. Der Text wird wie immer aus der Schlachter 2000 herausgenommen. Diesmal mit kleinen Änderungen. Es handelt sich um den Psalm 100, ein Psalm zum Dankopfer. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freuden, kommt vor sein Angesicht mit Jubel. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu seinen Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, preist seinen Namen. Denn der Herr ist gut, seine Gnade wird ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. In dem Liedtext dann wird der erste Satz weggelassen, ein Psalm zum Dankopfer, und der Teil dankt ihm wird zweimal wiederholt. Der Psalm besticht durch seine Einfachheit, seine Direktheit in der Sprache und der klaren Gliederung. Das kommt auch in der neuen evangelistischen Übersetzung gut heraus. Ein Psalm für die Dankopferfeier. Jauchzet Jahwe alle Welt. Dient Jahwe mit Freude. Kommt mit Jubel zu ihm. Er kennt es. Nur Jahwe ist Gott. Er hat uns gemacht und wir gehören ihm. Wir sind sein Volk, die Herde, die in seiner Obhut ist. Geht durch die Tempeltore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang. Dankt ihm und preist seinen Namen, denn Jahwe ist gut, seine Gnade bleibt ewig und seine Treue gilt jeder Generation. Drei Aufforderungen bilden den Auftakt. Jauchzt dem Herrn, dient dem Herrn, erkennt, dass er Gott ist. Im zweiten Teil ist die Reaktion des Menschen beschrieben. Danken, loben, preisen. Zwischen diesen beiden Teilen steht für mich der Höhepunkt des Psalms. Er hat uns gemacht zu seinem Volk. Der Schluss des Psalms bietet noch eine Zusammenfassung in Form einer Zuschreibung von Eigenschaften an Gott. Denn der Herr ist gut, seine Gnade wird ewig und seine Treue durchzieht alle Zeiten. Die Struktur ist einfach, einleuchtend, logisch, erhaben. Und der Sinn der Worte ist klar verständlich. Er lässt keinen Grund zu, an Gottes Güte und Treue zu zweifeln. Einige Gedanken noch zum Höhepunkt des Psalms. Da wäre zuerst 2. Korinther 5, 17. Darum, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, es ist alles neu geworden. Die Schlüsselperson in diesem Geschehen ist Jesus. Durch ihn hat uns Gott zu seinen Kindern gemacht. Der Ausdruck Schafe seiner Herde erinnert sofort an Johannes 10. Ich lese die Verse 14 bis 16. Ich bin der gute Hirte und kenne die Meinen und bin den Meinen bekannt, gleich wie der Vater mich kennt und ich den Vater kenne. Und ich lasse mein Leben für die Schafe. Und ich habe noch andere Schafe, die nicht aus dieser Schafhürde sind. Auch die muss ich führen, und sie werden meine Stimme hören, und es wird eine Herde und ein Hirte sein. Der bedeutendste Punkt, warum Menschen Gott zugehörig werden können, ist der Tod Jesu. Es ist der Freikauf aus der Herrschaft des Bösen. Ohne diesen Freikauf würde keine Möglichkeit bestehen, sich Gott nähern zu können. Die anderen Schafe, die im Text vorkommen, waren zur damaligen Zeit die Heiden. Im Neuen Testament wird geschildert, wie aus Judenchristen und Heidenchristen eine Gemeinschaft entsteht. Und auch heute noch hat Jesus viele Schafe in anderen Stellen, die auch herausgerufen werden müssen. In Zukunft wird es einmal eine Herde geben und einen Hirten. Das wird aber nicht durch die Ökumene geschehen.
sondern durch die Verkündigung der biblischen Wahrheit. Da werden sich Menschen zusammenschließen und werden diese eine Herde bilden. Wenn Schafherde als Volk gemeint wird, komme ich noch auf 1. Petrus 2,9 zu sprechen. Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, ein heiliges Volk, ein Volk des Eigentums, damit ihr die Tugenden dessen verkündet, der euch aus der Finsternis berufen hat zu seinem wunderbaren Licht. Hier wird die Aufgabe des Volkes, der Herde, beschrieben. Sie soll für den Vater und für den Sohn Zeugen sein. Dazu sind Christen berufen. Wie sieht es bei dir mit diesem Zeugendienst aus? Alles Gute und Gottes Segen bis zur nächsten Folge von Max 15 und nun zum Lied. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu den Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, dankt ihm, dankt ihm, preist seinen Namen. Geht ein zu den Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, dankt ihm, dankt ihm, preist seinen Namen. Denn der Herr ist gut, seine Gnade wird ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Jauchzt dem Herrn alle Welt, dient dem Herrn mit Freude, kommt vor sein Angesicht mit Jubel, erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst, zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Geht ein zu den Toren mit Danken, zu seinen Vorhöfen mit Loben, dankt ihm, dankt ihm, dankt ihm, preist seinen Namen. Denn der Herr ist gut, seine Gnade wird ewiglich und seine Treue von Geschlecht zu Geschlecht. Psalm 101 bis 5.